Mir geht es darum, wie Menschen in der arabischen Welt die oft ja gewaltsamen Umbrüche, die großen Hoffnungen, die die Menschen haben, wie sie das erleben und das dann ästhetisch ausdrücken. In Liedern, in Gedichten, in Romanen. Also ich denke, unser Fach, die Arabistik, hat eine Vermittlerfunktion zwischen Deutschland und der arabischen Welt. Das Charakteristische für mich an der arabischen Literatur ist, dass sie eine wesentlich höhere gesellschaftliche Relevanz hat als zum Beispiel Dichtung in Deutschland heutzutage.